Wie weit schreibt Sprache das Denken vor? Wir müssen uns zuallererst klar machen, warum das für uns eine Frage ist. Welcher Verdacht oder welche Kritik an unserem Denken steht hinter dieser Frage? Nun, es ist der grundsätzliche Zweifel, ob wir überhaupt je aus dem Bannkreis unserer sprachlichen Erziehung, unserer sprachlichen Gesittung und unserer sprachlich vermittelten Denkweise herauszutreten vermögen und uns der Begegnung mit einer Wirklichkeit überhaupt auszusetzen wissen, die unseren Vormeinungen, Vorformungen, Vorerwartungen nicht entspricht. Dieser Verdacht besteht unter den heutigen Bedingungen, das heißt angesichts der verbreiteten Beunruhigung unseres menschlichen Daseinsbewusstseins in Bezug auf die Zukunft der Menschheit überhaupt, als ein langsam in unser aller Bewusstsein tretender Verdacht, dass wenn wir so weitermachen, wenn wir die Industrialisierung und Profitisierung unserer menschlichen Arbeit so weitertreiben und unsere Planeten mehr und mehr zu einer großen arbeitenden Fabrik organisieren, wir die Lebensbedingungen des Menschen im biologischen Sinne sowohl wie im Sinne seiner eigenen humanen Ideale bis zur Selbstvernichtung gefährden könnten. So kommt es, dass wir heute mit besonderer Wachheit fragen, ob in unserem Weltverhalten nicht etwas falsch ist und ob wir vielleicht schon in unserer durch Sprache vermittelten Welterfahrung Vorurteilen unterliegen oder, was noch schlimmer wäre, ob wir Zwangsläufigkeiten ausgeliefert sind, die bis auf die sprachliche Strukturierung unserer ersten Welterfahrung zurückgehen und uns sozusagen sehenden Auges in eine unheilvolle Sackgasse rennen lassen. Das zeichnet sich langsam ab. Wenn wir so weitermachen, das ist zwar nicht auf den Tag auszurechnen, aber es ist ganz sicher vorauszusagen, dass das Leben auf diesem Planeten eines Tages unmöglich sein wird. Das ist so sicher vorauszusagen, als wenn wir einen Zusammenstoß mit einem anderen großen Gestirn aufgrund astronomischer Berechnungen voraussagen müssten. So ist es ein Thema von echter Aktualität, ob es wirklich die Sprache ist, in deren unheilvollem Bann wir uns dergestalt befinden. Dass unsere Sprache Einfluss auf unser Denken hat, wird niemand leugnen. Wir denken in Worten. Denken heißt, sich etwas sagen. Insofern hat Plato das Wesen des Denkens, wie ich meine, völlig richtig erkannt, wenn er es den inneren Dialog der Seele mit sich selber nennt. Einen Dialog, der ein beständiges Sich-Überholen und auf sich selbst, auf seine eigenen Meinungen und Ansichten zweifelnd und einwendend zurückkommen ist. Und wenn etwas unser menschliches Denken kennzeichnet, dann ist es eben dieser unendliche und nie endgültig zu etwas führende Dialog mit uns selber. Das unterscheidet uns von jenem Ideal unseres Wissens, jenem Ideal eines unendlichen Geistes, für den alles, was ist und was wahr ist, in einem einzigen geöffneten Lebensblick vor ihm läge. Es ist unsere Spracherfahrung, unser Hineinwachsen in dieses innere Gespräch mit uns selber, das immer zugleich das vorweggenommene Gespräch mit anderen und das Hereinholen anderer in das Gespräch mit uns ist, worin allein sich uns die Welt in allen Erfahrungsbereichen aufschließt und ordnet. Das bedeutet aber, dass wir keinen anderen Weg zum Ordnen und Orientieren kennen, als den, der aus den jeweils sich uns anbietenden Erfahrungsgegebenheiten zu Orientierungspunkten geführt hat, die wir Begriff oder das Allgemeine nennen und für die das jeweilige ein einzelner Fall ist. Das hat Aristoteles bereits schön gezeigt,
in einem glänzenden Bilde für den Weg aller Erfahrung zum Begriff und zum Allgemeinen. Es ist jene Beschreibung, in der er darstellt, wie aus vielen Wahrnehmungen sich die Einzelheit einer Erfahrung bildet und wie sie aus der Vielheit der Erfahrungen schließlich langsam so etwas wie ein Innewerden des Allgemeinen herausstellt, das in diesem Fluss wechselnder Aspekte des Erfahrungslebens sich durchhält. Und er hat dafür ein schönes Gleichnis gefunden. Er fragt, wie kommt es eigentlich zu diesem Wissen des Allgemeinen? Dadurch, dass sich die Erfahrungen häufen, dass man immer wieder dieselben Erfahrungen macht und als dieselben wiedererkennt? Ja, natürlich, aber eben dort liegt das Problem. Was heißt, sie als dieselben erkennen? Und wann wird so die Einheit eines Allgemeinen zustande gebracht? Und nun sagt Aristoteles, das ist so, wie wenn ein Heer auf der Flucht ist. Schließlich fängt einer an, einmal rückwärts zu blicken, wie nah der Feind ist, und er sieht, er ist gar nicht so nah, und bleibt einen Augenblick stehen, und ein zweiter bleibt stehen. Der erste, der zweite, der dritte, das ist doch noch nicht das Ganze, und doch steht am Ende das Heer wieder. So ist es auch mit dem Sprechenlernen. Es gibt kein erstes Wort, und doch wachsen wir lernend in Sprache und Welt hinein. Folgt daraus nicht, dass alles davon abhängt, wie wir in die Vorschematisierungen unserer künftigen Weltorientierung durch das Sprechen lernen und alles, was wir auf den Wegen des Gespräches lernen, hineinwachsen? In der Tat, das ist der Prozess, den man heute Sozialisation nennt. Das Hineinwachsen in das gesellschaftliche Verhalten. Es ist notwendig zugleich ein Hineinwachsen in Übereinkünfte, in ein durch Übereinkünfte geordnetes gesellschaftliches Leben. Und so steht dahinter der Einwand, Ideologie zu sein. So wie Sprechenlernen im Grunde eine ständige Einübung von Wendungen und Einübung von Argumenten ist, so ist auch unsere gesamte Überzeugungs- und Meinungsbildung ein Weg, sich in einem vorgeformten Gefüge von Bedeutungsartikulationen zu bewegen. Was ist daran Wahrheit? Aber wie soll es gelingen, diesen vorgeformten Stoff von Wendungen und Formulierungen so ganz und gar flüssig zu machen, dass man zu jenem vollendeten Ideal gelangt, indem man das seltene Gefühl hat, dass man wirklich gesagt hat, was man meinte. So wie das im Sprechen ist, so ist es wohl in unserer gesamten Lebensorientierung, dass uns eine konventionell vorgeformte Welt vertraut wird. Und die Frage ist, ob wir in unserem eigenen Selbstverständnis je so weit kommen, wie wir in jenen seltenen Fällen des Sprechens, die ich eben beschrieb, manchmal zu kommen meinen. Nämlich, dass einer wirklich sagt, was er sagen will. Das aber hieße jetzt, kommt man je so weit, dass man versteht, was wirklich ist? Beides, totales Verstehen und adäquates Sagen, sind Grenzfälle unserer Weltorientierung, unseres inneren, unendlichen Dialogs mit uns selber. Und nun meine ich, gerade weil dieser Dialog unendlich ist, weil diese uns in vorgeformten Schemata des Redens angebotene Sachorientierung in den spontanen Vorgang unserer Verständigung miteinander und mit uns selber ständig eingeht, hat sich uns damit die Unendlichkeit dessen aufgetan, was wir überhaupt verstehen, was wir uns überhaupt geistig zu eigen machen können. Es gibt keine Grenze für den inneren Dialog der Seele mit sich selber. Das ist die These, die ich dem gegen die Sprache gewendeten Ideologieverdacht entgegenstelle.
Es ist also der Universalitätsanspruch des Verstehens und des Sprechens, den ich mit Gründen verteidigen möchte. Wir können alles zur Sprache bringen und wir können uns miteinander über alles zu verständigen suchen. Dass wir dabei durch die Endlichkeit unseres eigenen Könnens und Vermögens beengt bleiben und dass nur ein wahrhaft unendliches Gespräch diesen Anspruch ganz einlösen könnte, ist freilich wahr, aber das versteht sich von selbst. Die Frage ist vielmehr, gibt es nicht eine Reihe zwingender Einwendungen, die sich gegen die Universalität unserer sprachlich vermittelten Welterfahrung erheben? In der Tat, da ist die These der Relativität aller sprachlichen Weltbilder. Eine These, die von den Amerikanern aus dem Humboldtschen Erbe geschöpft und mit neuer empirischer Forschungsgesinnung aktiviert worden ist, wonach Sprachen Weltbilder und Weltsichten sind. Und zwar so, dass man aus diesem jeweiligen Weltbild, in dessen Schematisierungen man eingeschlossen ist, nicht heraustreten kann. Es gibt bereits in Nietzsches Aphorismen zum Willen zur Macht die Bemerkung, dass die eigentliche Schöpfungstat Gottes darin bestehe, dass Gott die Grammatik geschaffen habe. Das heißt, er habe uns in diese Schematisierungen unserer Weltbewältigung eingewiesen und das so, dass wir nicht hinter sie zurückdringen können. Ist diese Abhängigkeit des Denkens von unseren Sprechmöglichkeiten und Sprachgewohnheiten nicht wirklich zwingend? Und welche schicksalhafte Bedeutung liegt darin? Wenn wir uns umsehen in einer Welt, die sich zu einer interkontinentalen, globalen Ausgleichskultur zu formen beginnt, so dass wir nicht mehr mit der früheren Selbstverständlichkeit von der abendländischen Philosophie allein sprechen, werden wir da nicht nachdenklich über der Einsicht, dass unsere ganze philosophische Begriffssprache und die aus ihr in die Wissenschaften übernommene und umgeformte Begriffssprache nur eine der möglichen Weltperspektiven ist, und zwar letzten Endes griechischen Ursprungs? Denn es ist die Sprache der Metaphysik, deren Kategorien wir aus der Grammatik kennen, wie Subjekt und Prädikat, wie Nomen und Verbum, Hauptwort und Tätigkeitswort. Wir spüren mit dem erwachenden planetarischen Bewusstsein, das sich heute regt, dass etwa bei einem Begriff wie Tätigkeitswort eine Vorschematisierung unserer ganzen europäischen Kultur meldet. So liegt immer die bange Frage dahinter, ob wir nicht in all unserem Denken und selbst noch in der kritischen Auflösung aller metaphysischen Begriffe wie Substanz und Akzidenzien, Subjekt und seine Eigenschaften und dergleichen, mit Einschluss unserer ganzen prädikativen Logik, am Ende nur ausdenken und zu Ende denken, was Jahrtausende vor jeder schriftlichen Überlieferung sich in der indogermanischen Völkerfamilie als Sprachstruktur und Welthaltung ausgebildet hat. Es ist eine Frage, die wir uns gerade heute stellen, wo wir vielleicht am Ende dieser unserer Sprachkultur stehen. Ein Ende, das mit der technischen Zivilisation und ihren mathematischen Symbolismen langsam heraufzieht. Es ist also nicht ein müßiger Verdacht gegen die Sprache. Es ist tatsächlich so, dass man sich fragen muss, wie weit von hier aus alles vorbestimmt ist. Ist am Ende doch ein Wurf im Schicksalsspiel der Weltgeschichte vor aller Weltgeschichte gefallen, der uns durch unser Sprechen in unser Denken genötigt hat und, wenn es so weitergeht, zur technischen Selbstzerstörung der Menschheit führt? Dem möchte ich entgegenhalten, ob wir mit diesem Verdacht gegen uns selber nicht unsere eigene Vernunft künstlich entmündigen.
stehen wir nicht hier auf einem gemeinsamen Boden und wissen, dass ich von etwas Wirklichem rede und es nicht die Schwarzmalerei irgend so eines Wolkenkuckucksheimers von Philosophen ist, wenn ich von einer weithin kommenden Selbstgefährdung der Menschheit spreche und einen Schicksalszusammenhang abendländischer Geschichte sehe, den uns vor allen Dingen in jüngster Zeit Heidegger sehen gelehrt hat. Wir sehen mit gesteigerter Klarheit und haben das vor allem von Heidegger gelernt, dass die griechische Metaphysik der Anfang der Technik ist. Die aus der abendländischen Philosophie erwachsende Begriffsbildung hat das übermächtigen Wollen als Grunderfahrung der Wirklichkeit auf einem langen geschichtlichen Wege heraufgeführt. Indes, ich frage, sollen wir wirklich meinen, dass das, was wir derart zu erkennen beginnen, unüberschreitbare Schranken aufrichtet? Der zweite Einwand, dem hier zu begegnen ist, wurde insbesondere von Habermas gegen meine eigenen Theorien entwickelt. Aber lassen wir mich ganz beiseite, wir reden von Sachen. Es ist die Frage, ob nicht die außersprachlichen Erfahrungsweisen unterschätzt werden, wenn man, wie ich, behauptet, die Sprache sei es, durch die wir die Welterfahrung artikulieren als eine gemeinsame. Nun ist die Vielheit der Sprachen gewiss kein Einwand. Diese Relativität ist gar nicht von der Art, dass sie uns in einen nie zu lösenden Bann schlägt, wie jeder von uns weiß, der ein wenig in anderen Sprachen zu denken vermag. Aber gibt es nicht andere Wirklichkeitserfahrungen, die überhaupt nicht sprachlicher Art sind? Da wird gesagt, die Erfahrung von Herrschaft und die Erfahrung von Arbeit. Das sind die beiden Argumente, die etwa Habermas gegen die Universalität des hermeneutischen Anspruchs geltend macht, indem er offenkundig die sprachliche Verständigung, ich weiß nicht warum, als eine Art geschlossenen Kreises immanenter Sinnbewegung interpretiert und das die kulturelle Überlieferung der Völker nennt. Nun, die kulturelle Überlieferung der Völker ist vor allen Dingen eine Überlieferung von Arbeitsformen und Arbeitskünsten. Die kulturelle Überlieferung der Völker ist vor allen Dingen eine Überlieferung von Herrschaftsformen und Herrschaftskünsten, von Freiheitsidealen, Ordnungszielen und dergleichen. Wer leugnet denn, dass unsere eigenen menschlichen Möglichkeiten nicht bloß im Sprechen bestehen. Aber man sollte zugeben, dass alle sprachliche Welterfahrung die Welt erfährt und nicht die Sprache. Ist es etwa nicht Begegnung mit der Wirklichkeit, was wir in sprachlicher Auseinandersetzung artikulieren? Die Begegnung mit Herrschaft und Unfreiheit selbst führt zur Ausbildung unserer politischen Ideen. Und es ist die Welt der Arbeit selbst, die Welt des Könnens, die wir in der Meisterung von Arbeitsgängen als einen Weg unserer menschlichen Selbstfindung erfahren. Es wäre eine falsche Abstraktion zu meinen, dass es nicht vor allem die konkreten Erfahrungen unserer menschlichen Existenz in Herrschaft und Arbeit sind, in denen allein unser menschliches Selbstverständnis, unsere Wertungen, unser Gespräch mit uns selbst seine konkrete Erfüllung und seine kritische Funktion hat. Die Tatsache, dass wir in einer sprachlichen Welt uns bewegen und durch eine sprachlich vorgeformte Erfahrung in unsere Welt hineinwachsen, bedeutet also durchaus nicht, dass uns die Möglichkeiten der Kritik dadurch beschnitten wären. Im Gegenteil, so öffnet sich uns die Möglichkeit, über unsere Konventionen und alle unsere vorschematisierten Erfahrungen hinaus zu gelangen
indem wir uns im Gespräch mit anderen Andersdenkenden neuer kritischer Bewährung und neuen Erfahrungen stellen. Im Grunde geht es in unserer Welt noch immer um das Gleiche, um das es von Anbeginn angegangen ist. Die sprachliche Einformung in Konventionen, in gesellschaftliche Normen, hinter denen stets auch wirtschaftliche und Herrschaftsinteressen stehen. Aber eben das ist unsere menschliche Erfahrungswelt, in der wir auf unsere Urteilskraft angewiesen sind. Das heißt aber auf unsere Möglichkeit, uns jeder Konvention gegenüber kritisch zu verhalten. Und das verdanken wir in Wahrheit der sprachlichen Virtualität unserer Vernunft und sind nicht etwa durch die Sprache an unserer Vernunft gehindert. Gewiss ist es richtig, dass unsere Welterfahrung nicht nur im Sprechen lernen und in sprachlicher Übung vor sich geht. Es gibt vorsprachliche Welterfahrung, wie Habermas im Verweis auf die Forschungen Piagets geltend gemacht hat. Es gibt die Sprache der Gesten und der Mienen und Gebärden, die uns verbinden, das Lachen und das Weinen, auf deren Hermeneutik Helmut Plessner aufmerksam gemacht hat. Und es gibt vor allem die durch die Wissenschaft aufgebaute Welt, in der am Ende die exakten Sondersprachen mathematischer Symbolismen den festen Grund der Theorienbildung ermöglichen und die eine Fähigkeit zu machen und zu manipulieren herbeigeführt haben, die uns geradezu als eine Art Selbstdarstellung des Homo Faber, der technischen Ingeniosität des Menschen erscheinen will. Aber alle diese Formen menschlicher Selbstdarstellung müssen selber immer wieder in jenes innere Gespräch der Seele mit sich selbst ständig hineingeholt werden. Denn das heißt Denken. Ich erkenne an, dass diese Phänomene darauf hinweisen, dass hinter allen Relativitäten von Sprachen und Konventionen ein Gemeinsames liegt, das überhaupt nicht mehr Sprache ist, aber ein auf mögliche Versprachlichung angelegtes Gemeinsames, für das vielleicht das gute Wort Vernunft noch nicht das Schlechteste ist. Gleichwohl gibt es da etwas, was Sprache als Sprache auszeichnet. Und das ist, dass die Sprache als Sprache sich auf eine eigentümliche Weise von allen anderen Kombinationsformen abheben lässt. Wir nennen diese Abhebung Schreiben und Schriftlichkeit. Was bedeutet es, dass etwas, was auf so anschauliche und lebendige Weise voneinander unablösbar ist, wie das überzeugende Reden des einen mit dem anderen oder des einen mit sich selber, dennoch die erstarrte Form von Schriftzügen annehmen kann, die zu entziffern und zu lesen und den neuen Sinnvollzug zu erheben möglich ist. Und das so sehr, dass unsere ganze Welt mehr oder minder, vielleicht nicht mehr auf allzu lange, eine literarische Welt, eine durch Schreiben und Schriftlichkeit verwaltete Welt ist. Worauf beruht die Universalität dieser Schriftlichkeit und was geschieht da? Ganz unabhängig von allen Unterschieden der Schriftlichkeit würde ich sagen, jedes Schriftliche verlangt, um verstanden zu werden, so etwas wie eine Art Erhebung in das innere Ohr. Bei Poesie und dergleichen ist es selbstverständlich. Und auch in der Philosophie pflege ich meinen Studenten zu sagen, ihr müsst euer Ohr schärfen. Ihr müsst wissen, dass wenn ihr ein Wort in den Mund nehmt,
ihr nicht so ein beliebiges Werkzeug angewendet habt, das, wenn es euch nicht passt, wieder in die Ecke geworfen wird, sondern dass ihr euch in Wahrheit festgelegt habt in eine Richtung des Denkens, die von weit her kommt und weit über euch hinausreicht. Es ist immer eine Art Rückverwandlung, die von uns geleistet wird. In einem sehr weiten Sinne eine Übersetzung. Lesen ist schon Übersetzen. Und Übersetzen ist dann noch einmal Übersetzen. Denken wir einen Augenblick darüber nach, dass wir übersetzen. Das heißt, dass wir etwas Totes hinübersetzen in den neuen Vollzug des lesenden Verstehens oder gar in den neuen Vollzug des Verstehens in einer anderen, unserer eigenen Sprache, was nur in einer fremden Sprache aufgezeichnet wurde und als Text vorliegt. Der Vorgang des Übersetzens schließt im Grunde das ganze Geheimnis menschlicher Weltverständigung und gesellschaftlicher Kommunikation ein. Übersetzen ist eine unlösbare Einheit von implizitem Antizipieren, dem Sinn im Ganzen vorweggreifen und explizitem Festlegen des so Vorweggenommenen. Selbst alles Reden hat etwas von dieser Art des Vorwegnehmens und des Festlegens. Es gibt einen sehr schönen Aufsatz von Heinrich von Kleist mit dem Titel »Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden«. Wenn es nach mir ginge, müsste jeder Professor, der einen Kandidaten zu prüfen hat, vorher einen Revers unterschreiben, dass er diesen Artikel gelesen hat. Er schildert die Erfahrung, die Heinrich von Kleist bei seinem Referendarexamen in Berlin gemacht hat. Auch damals waren Examina öffentlich, wurden allerdings nur besucht von künftigen Examinanten. Es soll heute nicht anders sein. Da hat nun Heinrich von Kleist beschrieben, wie ein Examen vor sich geht. Wie da der Professor aus der Pistole geschossen eine Frage stellt und dann soll der Kandidat aus der Pistole geschossen eine Antwort abschießen. Nun wissen wir doch alle, eine Frage, auf die man die Antwort weiß, können nur Dummköpfe beantworten. Eine Frage muss sich stellen. Das heißt, dass sie eine Offenheit von Antwortmöglichkeiten einschließt. Dass die gegebene Antwort dann vernünftig ist, das ist die einzige mögliche Examensleistung, die man bewerten kann. Eine richtige Antwort können Computer und Papageien mit weit größerer Schnelligkeit finden. Kleist hat auch ein sehr schönes Wort für diese Erfahrung gefunden. Das Schwungrad der Gedanken muss in Gang gesetzt werden. Im Sprechen ist es so, dass ein Wort das andere gibt und dadurch breitet sich unser Denken selbst aus. Das erst ist wirkliches Wort, was sich aus noch so sehr vorschematisiertem Sprachschatz und Sprachgebrauch im Sprechen von sich aus anbietet. Man sagt es, und es führt einen weiter, zu von einem selber vielleicht nicht abgesehenen Ziele. Das ist der Hintergrund für die Universalität des sprachlichen Weltzugangs, dass unsere Welterkenntnis, um es in einem Gleichnis zu sagen, sich uns nicht als ein unendlicher Text darstellt, den wir lernen, mühsam und stückhaft aufzusagen. Das Wort Aufsagen soll bewusst machen, dass das überhaupt kein Sprechen wäre. Aufsagen ist das Gegenteil von Sprechen. Aufsagen weiß nämlich schon, was kommt,